Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Poppy Playtime. Heute lösen wir das Geheimnis um Golden Mummy Long Legs. Ganz genau. Ich trinke jetzt aber erstmal einen Schluck, denn ich gucke gerade nach draußen und es ist alles voller Schnee. Ich meine es ernst, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Bevor wir jetzt aber anfangen, wollen wir natürlich mal sagen, apropos Gold, ich habe hier noch einen goldenen Glückskeks, Leute. Den werde ich jetzt vorher einmal ganz schnell aufmachen. Das hier ist der Glückskeks. Da ist einmal irgendwas drinne. Den mache ich jetzt erstmal auf. Ne, ich will ja auch gut in den Tag starten. Ich lese auch laut vor, was da drin steht. Okay. Ich esse schon mal ein Stückchen. Una Capanni in Suisi, wie, das ist, glaube ich, falsche Sprache. Eine Hütte, in der man lebt, ist besser als ein Palast, in dem man weint. Wild, Bruder, wild! Jetzt gerade hat's meinen Rückenmark durchschossen. Leute, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Ich habe mir gestern so eine überriesengroße Wohnung reingezogen, ja. Und hier steht ja schwarz auf weiß, lieber in einer Hütte leben, als in einem Palast, wenn man da unglücklich ist. Und vielleicht ist das hier der Beweis, dass ich in diesem Palast, den ich mir gestern angeguckt habe, unglücklich bin. Sehr interessant. Ich liebe Glückskekse. Leute, Hashtag Glückskeks in die Kommentare rein, wenn ihr sowas auch feiert. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Mama jagen und ich kann euch sagen, die Folge wird krass. Erwartest du jetzt darauf, dass ihr in die Folge einsteigt? Okay, wir steigen ein, Leute. Let's go. Viel Spaß. So, wir sind drin in der Olga. Mal wieder. Und ich hoffe, dass ihr auch schon das Video gesehen habt bezüglich Chapter 2 Release. Denn dazu habe ich nochmal ein Video extra gemacht. Guckt euch das lieber mal an, wenn ihr wissen wollt, wann Kapitel 2 rauskommt und so weiter. Ich habe dazu was hochgeladen. Wir gucken jetzt erstmal auf jeden Fall hier so den Shop durch. Denn, soweit ich weiß, ist heute einen kleinen neuen Code. Und den werden wir eingeben, damit hier Folgendes passiert. Wir sind beim letzten Mal halt ja auch durch diese Geheimtür gelaufen und wurden dann von irgendwas geschnappt. Ich kann euch nur so viel sagen, dass irgendwas hat mir zugeflüstert, dass ich mit dieser gelben Taste hier was anstellen soll. Deswegen werde ich jetzt einmal mal ein bisschen den Code hier irgendwie probieren. Okay. Ich soll irgendwas mit der gelben Taste anstellen, meinten die? Na, warte mal. Wenn wir die gelbe aktivieren. Habt ihr das Flüstern gehört? Aktuell alles cool. Ich drück mal den Reset-Knopf. Ach du Heiliger! Das hat sich angehört, als wäre hier irgend so ein Shiny-Pokémon oder so gewesen. Junge, was war das denn gerade? Das hat ja irgendwie so eine göttliche Melodie, hatte das an sich, ne? Was geht denn jetzt ab? Na gut. Okay. Die Tür ist auf jeden Fall auch gerade verschwunden. Alles klar. Ich leg mal die Kassette da einfach rein. Und ja, dann gucken wir mal an, was uns da gleich in der Lobby erwartet. Oder ob wir es überhaupt dahin schaffen. Ich bin echt gespannt, Leute. Ah ja. Was geht denn da ab? Also ich, Leute, habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt irgendwie die grüne Hand hier eingesammelt. Ich hätte jetzt aber irgendwie auch mit was ganz anderem gerechnet. Nur nicht mit der grünen Hand. Das ist okay. Ich gehe mal hier hin. Machen wir jetzt einfach die Tür auf. Oder hast du das Geräusch gehört, was dahinter ist? Hallo? Hallo? Okay. Also ich mache einfach mal die Tür jetzt auf. Alles klar, Alter. Rein geht's. Okay. Ach du heilige Scheiße! Was geht denn hier ab? Es ist Mummy Long Legs. Es ist Golden Mummy Long Legs, Leute. Da ist sie, die allerechte. Ach du Weiher. Was ist denn das jetzt hier? Die hat blaue Augen, Leute. Darauf muss ich erstmal einen Schluck nehmen. Mama, was wird das hier heute? Bewegt sich nicht, ne? Aber irgendwie bewegt sich hier das Licht so merkwürdig. Das finde ich super interessant, okay? Oh, wow, die ist ja auch schon in dieser ganzen Verpackung und so weiter hier drin. Ah ja, so ein Ding ist das. Von sich redet sie jetzt aber nicht, oder? Hey, ja gut. Dann holen wir uns doch einfach mal den Schlüssel. Ja. Wo ist die hin? Leute, ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Okay. Also wir aktivieren dann mal ganz schnell den Strom, würde ich sagen. Aber mal ganz schnell, also mal richtig schnell, Leute. Ich weiß ja nicht, aber wir müssen die heute, glaube ich, ruinieren, ne? Es wird mal Zeit, dass wir die aus der Fabrik vertreiben. Weil langsam wollen wir ja auch mal ins nächste Kapitel und es dauert ja auch nicht mehr so lange. Deswegen machen wir den ADC erstmal auf. Und fliegen da mal straight up hin. Ich will mir definitiv nochmal reinziehen, ob wir die
goldene Mama bewegen können, tatsächlich. Freunde, let's go. Ich nehme Mama kurz mit. Mama, ich nehme dich mit nach Hause, okay? Leute, wie gut ist das denn? Ey, komm. Aber das ist, Leute, das ist so ultra lustig. Aha. So, Mama. Hä, habt ihr das gesehen? Mama, jetzt komm mal mit. Kriegst sie halt nicht weiter als hier, ne? Das ist ein bisschen schade. Jawohl! Ich hab Mama jetzt bis hier bekommen. Okay. Mama, Golden Mama. Ich nehme mal die Wand da raus. Und den Türrahmen und so weiter. Weißt du, ich mein. Und dann... Ah, Leute, die passt halt nicht durch, ne? Die ist zu fett. Soll ja Frauen niemals sagen, dass sie fett sind. Aber vielleicht können wir das ja... Weißt du, ich mein, so... Okay, das klappte schon ziemlich gut. Alles klar, Mama. Und tschüssi. Das war's, Leute. Entspannt, Folge vorbei. Danke fürs Zusehen und so. Like da lassen, abonnieren und so weiter. Okay. Mein Arm ist mittlerweile wieder da. Das ist ja schon mal ganz gut. Und wir haben uns jetzt diese Steine hier eingesammelt. Und wow. Digga, guck dir das mal an. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Oh Gott, Leute. Guckt euch mal an, was da geht. Mama, ich leg jetzt die Steine rein, okay? Das fand sie, glaube ich, nicht so gut, Leute. Wir werden jetzt die Hand holen und ich bin super gespannt, was hier passieren wird, wenn wir diese Hand jetzt gleich aktivieren, sozusagen. Okay. Sehr nice. Alter, Leute, wir haben noch eine grüne Hand. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ab jetzt bin ich aber komplett verwirrt, Freunde. Okay, zwei grüne Hände. Wir sind jetzt in der Nähe von der Geheimtür, die wir beim letzten Mal geöffnet haben. Und, oh Gott. Es ist wieder da, dieses komische gelbe Etwas. Es ist wieder da. Es kommt langsam. Da vorne ist die Tür, Leute. Da ist die Tür. Oh Gott. Verdammt. Hallo? Ist hier die Tür? Ach du Heiliger, wo bin ich denn hier gelandet? Ich kann nicht sehen. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Hä? Hilfe! Oh, fuck, ich bin gestolpert. Oh. Wow, wo bin ich denn? Mama? Mama, bitte. Mama, bitte. Ich würde jetzt gehen, okay? Ich würde jetzt einfach... Ich kann hier nicht durch. Was ist denn das hier? Oh Gott, Leute. Ich will doch gar nicht zu dir hin. Ich will doch gar nicht zu dir hin. Oh Gott! Weg hier! Mama kommt! Mama! Bleib mal ruhig, Golden Babylonglex! Chill! Ich hab keine Hände mehr, fällt mir gerade mal auf. Ich hab gar keine Hände mehr. Was ist denn das hier? Mama! Mama, hör auf damit! Mama, mach mir keine Angst! Oh, wow, ich hab eine Hand bekommen, okay? Mama, Oh Gott. Verpiesel dich mal jetzt! Oh Gott, die kommt immer näher, Leute, die kommt immer näher. Ich kann mit beiden Händen nur die Kiste runterziehen. Ich muss sie also irgendwie bekommen. Mama, oh Gott. Mama! Gib mir die verdammte andere Hand! Mit deinem goldenen Booty! Oh Gott, oh Gott! Los jetzt! Verdammt, Leute, verdammt, verdammt, verdammt! Ich krieg die nicht weg, ich krieg die nicht weg! Wenn ich die andere Hand nicht hab, dann bin ich im Eimer! Oh Gott. Spring, lauf, komm, let's go, let's go, let's go! Und... Nein, nein! Ich stecke fest, oh Gott. Ja, es geht mit einer Hand, es geht mit einer Hand! Jawoll! Weg mit dir! Golden Mami Long Legs ist im Eimer und wir haben das Mysterium erledigt. Okay, meine Hand ist wieder verschwunden, aber wir fliegen straight mal hinterher. Ich will mir das hier unten definitiv nochmal reinziehen. Also, es sieht mir manchmal so ein bisschen auch aus, als wäre sie so grün, ne? Aber, ey, was ist denn das hier? Hat der noch irgendwie eine andere Farbe da drin, ne? Was? Was soll das bedeuten? Willkommen. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge zu Poppy Playtime. Falls ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.